Hallo, wieder auf meinem Kanal. Heute zum achten Tag meines Meditations-Adventskalenders. Und nachdem wir jetzt schon eine Woche rum haben und die ersten 7 Tage vorbei sind und wir möglichst alles soweit vorbereitet haben, dass jeder von Ihnen jetzt zu Hause ein kleines Eckchen vielleicht hat oder angefangen hat, eine gewisse Regelmäßigkeit zu entwickeln, können wir jetzt eigentlich mit dem Thema Meditieren richtig einsteigen. Und das erste Thema ist in dem Fall tatsächlich, habe ich die Augen auf oder habe ich die Augen zu? Es gibt viele, gerade die Zen-Schulen, die bevorzugen, dass die Augen offen bleiben, beziehungsweise nicht ganz offen bleiben. Man macht sie auch nicht ganz zu. Es sieht oftmals geschlossen aus, die Augen sind aber gar nicht geschlossen. Was man macht, ist, dass man sich gerade aufrecht hinsetzt. Das Kinn ist leicht zurückgenommen, sodass der Kopf ausbalanciert auf der Wirbelsäule ruht und man schaut nicht geradeaus, sondern man schaut einfach leicht nach unten im ungefähr 45 Grad Winkel. Dafür auch die Kerze, die ich dann teilweise anschaue. Und dann ist es tatsächlich so, dass man einfach nur geradeaus schaut. Und damit man nicht alles sieht, was um einen rum ist, das unaufgeräumte Zimmer oder den Abwasch, den man noch machen muss, deswegen sitzt man vor einer weißen leeren Wand, vielleicht maximal mit einer Kerze, um einfach die Sinneseindrücke maximal zu reduzieren. Selbstverständlich kann man auch die Augen geschlossen halten. Das mache auch ich immer wieder ganz gerne. Allerdings ist es dann so, dass im Buddhismus wird es so angesehen, dass die Gedanken sozusagen der sechste Sinn sind. Also neben dem Fühlen und dem Schmecken und dem Riechen und so weiter sind die Gedanken ein zusätzliches Sinnesorgan. Und immer wenn ich die Augen schließe, dann lege ich den Fokus fast automatisch auf diesen sechsten Sinn, auf meine Gedanken. Und das ist ja oftmals genau das, was man nicht haben möchte. Und deswegen würde ich gerade, wenn das der Aspekt ist, weswegen man meditieren möchte, würde ich darauf verzichten. Ich würde die Augen leicht geöffnet halten, vielleicht eine Kerze davor oder ein Bild. Deswegen habe ich auch oben noch ein Bild hängen, als Inspiration quasi zu Beginn der Meditation. Und dann betrachtet man nur diese Kerze und kommt dadurch gedanklich auch mehr zur Ruhe. Und das üben wir jetzt gleich wieder in unserer 10-Minuten-Meditation.